Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Dies ist Match Nummer 3 des Finals aus dem DreamHack Invitational Cup zwischen dem roten Protospieler OGSMC und dem blauen Protospieler Darklord aka Vydra. Wir haben gesehen, dass Vydra auf der Karte Metalopolis im letzten Spiel schwer unter Druck geraten ist, konnte es aber noch abwehren und hat dann damit mit dem einen Koloss sogar es geschafft, das Spiel für sich zu entscheiden. Und davor hat er mit einem sehr guten und sehr gut gespielten Foregate-Push auf Teil Dream Altair auf jeden Fall es geschafft, auch seine Position zu behaupten. Dementsprechend ist er 2:0 in Führung in diesem Best of 5. Und dem Jungen fehlt einfach mal nur noch ein einziger Sieg, um hier komplett den DreamHack Invitational Cup zu gewinnen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall richtig eng. MC muss sich jetzt hier ins Zeug legen. Ist auch gut dabei, hat direkt 350 APMs gespammt. Einfach nur just in case, man weiß ja nie. Und wir haben bereits ein Foregate gesehen. Und ja, ich bin gespannt, was kommen wird. Cannon Rush oder Foregate, was auch immer jetzt gleich hier am Start sein wird. Oder vielleicht sehen wir auch mal ein Makro-Game. Bin gespannt. Und ja, jetzt hier erstmal das erste Gateway für beide Spieler, also komplett wieder Mirror Build Up. Schon mal gut, dass es hier keinen Cannon Rush gibt. Das ist schon mal von Vorteil. Und da kommt er rein und läuft erstmal die Probe an. Wir spielen auf der Karte Crevaced, übrigens, falls ich es nicht erwähnt habe. Denn, wie gesagt, 4-Player-Karte habe ich schon zu genügend in diesem Cup erläutert. Da gibt es gerade jetzt hier das Virtual High Five zwischen den beiden Probes. Und dieser geht direkt nach oben, die andere direkt nach unten. Beide wissen im Grunde indirekt schon, wo der Gegner spawnt. Und da sind sie ran, beide haben auch einen Gas bereits Auftrag genommen, da kommt sofort der nächste Pylon hier für Vydra. Und da ist die Probe von MC, sieht hier, okay, Mann, hier ist echt was los. Und hier die Probe denkt auch nur, Mann, hier ist echt was los. Und sagen sie jetzt hier, okay, ich nehme mein kleines Mineral Patch mit. Diese Drone sagt jetzt hier, okay, ist dort ein bisschen durch die Gegend. Und wir haben sofort den Cybercore gerade jetzt für MC. Und da ist auf jeden Fall, sieht man wieder den Unterschied gerade jetzt hier, Vydra auf jeden Fall mit einigen Sekunden Nachteil, gerade in diesem Zusammenhang hier. Und die Probe weiterhin dabei. Und da gerade der Wegpunkt gelegt von MC auf die Probe. Der Setter wird sicherlich dann auch kurz einen Prozess mit dieser machen. Und hier oben, die ist auch dabei, greift nochmal kurz jetzt hier die einzelnen Drones an. Hier sofort das zweite Gateway für Vydra. Und da ist auf jeden Fall wieder mal ein Indikator für ein eventuelles Foregate, was kommen könnte. Und da bin ich gespannt, ob hier der Spieler MC darauf reagieren kann. Bisher hat Vydra immer eine ähnliche Build-Order genommen und bisher konnte MC kein geeignetes Mittel dagegen finden, um wirklich dagegen anzukommen. Wir haben jetzt hier die Probe hier, die erstmal versucht sich zu retten. Der Zelt hier macht auf jeden Fall gleich jetzt hier Batz Batz und dann wird die Probe erstmal schön in ihre Einzelteile zerlegt. Hier oben die Probe wird sich erstmal in Ruhe aus der Basis verpissen. Hat keinen Bock hier irgendwie kaputt gemacht zu werden. Wir haben auf beiden Seiten das Warpgate Upgrade, was gerade jetzt im Bau ist. Das zweite Gateway ist gleich fertig. Wir haben hier gerade so einen Stalker, der sich scheinbar einsam und ruhig in die Mitte der Karte begeben will. MC ist auch dabei mit seiner einzelnen Probe. Da kommt nochmal die andere Probe an und erneut gibt es hier einen High Five. Da könnte sie töten. Schafft er es? Nein, er schafft es nicht. Der Stalker kommt noch an. Oh, muss aufpassen. Also keine Probe down, hat hier noch 1 HP, die kleine Probe hat sie gerade so überlebt und wir haben das klassische Foregate für MC. Ist dabei, baut schon mal offensiv, dort hoch sollen also die Einheiten gerallied werden. Wir haben das dritte Gateway und das vierte Gateway für Vydra. Also beide jetzt hier scheinbar mit dem Foregate und das ist auf jeden Fall etwas, was man nicht erwartet hätte. Ironie off. Also sehr, sehr übel, wir haben beide das Warpgate dabei und das war natürlich auch zu erwarten bei einem PvP, dass irgendwer immer ein Foregate spielen wird. Das letzte Spiel hat da auf jeden Fall die Ausnahme gebildet. Es könnte ja beide, genau, das macht er auch direkt jetzt hier in Warpgates morphen. Jetzt kommen hier sofort die Einheiten an, der Stalker dabei, 3 Stalker im Spiel. Und da oben werden einfach mal gerade jetzt die anderen Stalker reingeworbt. Da hat nochmal die Probe. Ah, interessant, also er hat auf jeden Fall sehr schön gemacht. Hier oben den Warp-In-Piling sitzen kann er hier und hier auf jeden Fall die Stalker machen. Und ich bin gespannt, Vydra hat hier oben auf jeden Fall jetzt Probleme, muss ich erstmal jetzt hier sammeln. Hat das Foregate auch jetzt erst fertig und wie gesagt, also das Foregate von MC ist sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell gespielt worden. Wir haben gerade mal jetzt die 6-Minuten-Marke und er macht direkt jetzt hier das Destructible Debris kaputt, was nur 1000 Leben hat und nur eine Panzerung. Und wie gesagt, die Stalker machen ja auch immer erhöhten Schaden gegen Armor, damit sollte es eigentlich kein Problem sein. Damit fällt es und dann hat er den großen große Choke offen und muss gucken, ob er schafft, wirklich wie Vydra komplett hier in die Eco-Line rein zu gelangen. Hier hinten ist auch eine Probe von Vydra
Aber die kann gerade nichts machen. Ihr könnt natürlich auch, wenn sie wirklich dreist ist, einfach hier einen Offensivpeilen setzen und dann da versuchen, den Gegner zu harassen. Aber macht sie nicht. Jetzt anstattdessen gibt es hier einen Go von MC auf die Mainbase. Und dieser Peil hier wird sofort fallen. Vydra erstmal jetzt hier ein großer Bedrängnis hier. Und da kommt jetzt der Go. Weiter einer werden reingeworfen. Und da kommt jetzt hier nochmal der Push hier auf MC-Board. Noch einen offensiveren Peilen. Sehr, sehr interessant ist hier auf jeden Fall, da kommt Chromes von allein, weiter muss aufpassen, Fokus feiert hier perfekt die Stalker raus, unglaublich gut gemacht, gucken wir mal hier, Low HP, zieht jetzt über die die Teile raus, die am wenigsten Leben haben, hier noch zwei Stalker dabei, ein Stalker noch, der letzte Stalker wird auch jetzt hier gerade reingeworbt, zwei, drei Zellets mit dabei und die Probes, jetzt zieht sich gerade MC zurück, warp weitere Zellets mit rein, die brauchen auf jeden Fall jetzt für den Nahkampf, jetzt hier Zellet vs. Zellet dabei, aber wie gesagt, gerade jetzt MC in einer unglaublich guten Position, kann jetzt auf jeden Fall sein Vorgehen ausspielen. Der Stalker wird hier auch noch fallen. Ein Zellet ist noch dabei, der kann nochmal einen Stalker hier rausnehmen, aber Dachlot schreibt GG und da hat er einfach mal recht. Das war jetzt ein Good Game, das war ein klassisches Vorgehen, wie man es gerne sieht. Super offensiv gespielt von MC und dementsprechend steht es nur noch 2:1. Und ich würde sagen, direkt in Match Nummer 4 rein, gucken, ob es hier, ob sich endlich mal eine neue Taktik hier bildet oder ob es wieder ein Vorgehen wird. Bis dahin, gehabt euch wohl.